Hallo zusammen, herzlich willkommen von WOMADventure. Wieder mal ein technisches Video, denn ich mache die Bremsscheiben hinten am Vario. Ja, und ich nehme euch da mit, wie man die Bremsscheiben ersetzt am Vario. Und dafür braucht es mindestens dieses Spezialwerkzeug. Ohne das geht's nicht. Ihr werdet gleich sehen, wieso. So, das erste, was wir machen, ist die Stecksachse ausbauen. Ich habe die Schrauben alle schon mal gelöst. Das Ding da klebt mit Dichtgummi. Ich hoffe, dass ich es lösen kann. Ich habe die Achse schräg gestellt. Das Differentialöl ist noch drin. Ich hoffe, es kommt so kein Öl raus. Jetzt versuche ich das mal zu lösen. Voilà, ist schon gelöst. Ja, es kommt Öl raus. Scheiße. Muss ich höher? So, jetzt hat es aufgehört zu tropfen, damit mir das nicht das ganze Öl rausläuft. Jetzt kann man die Stecksachsen rausziehen. So sieht das aus. So, da drin ist die Kronmutter. Ihr seht, und das muss man ein bisschen zurückschlagen. Das machen wir gleich. Sieht das so aus. Jetzt kommt das Spezialwerkzeug. Es passt. Jetzt hoffe ich, dass ich die gut lösen kann. Und sie kommt. Halleluja. Mit meiner Konstruktion da. Ah, bin ich froh. Die letzte, ich habe es schon mal gemacht, vor 4 Jahren oder so. Da hat es einen Knall gegeben, ich bin weggespickt. Aber die kam jetzt super. So, jetzt stützen wir den noch ab. Da habe ich nämlich vergessen. Damit nichts passieren kann. Jetzt hoffentlich kommt das Öl nicht wieder. Ja. So. Kann nichts passieren. Also ohne dieses Spezialwerkzeug habt ihr keine Chance, das Teil zu lösen. Die Mutter ist jetzt angelöst, das Wichtigste, dass die kommt. So, das lasse ich jetzt mal so. Weil jetzt fangen wir an bei den Bremsen. Zuerst mal die Bremsen komplett zerlegen. So, wir nehmen den Handbremshebel weg. Das Zeug, was wegfliegt, immer sofort holen. Die Bremsen müssen natürlich gelöst sein. Da kann man drehen, ihr seht, das ist wichtig. So, und dann auf keinen Fall an diesem Hebel bewegen, sonst geht die Zange nach vorne. Also jetzt macht sie nichts, aber wenn ihr wieder zusammenbaut. So, der Hebel da muss quasi frei sein. Hier seht ihr gerade meine Manschetten-Idee, die ist nämlich nicht original, ist von einem VW, einem alten VW. Die passt da ziemlich. Gibt ein extra Video, müsst ihr anschauen. 2 Euro hat die gekostet, oder 4, ist ja okay. Es gibt auch blaue, die kosten glaube ich 4. Die sind Silikon, die sind noch besser. Ja, dann nehmen wir die Backen raus.
braucht es einen 10er Schlüssel. Und immer hoffen, dass die nicht abbrechen da. Die geht jetzt streng. Da muss man extrem aufpassen. Dann lieber nochmal zurück. Und Rostlöser rein. Ich habe jetzt ein bisschen Rostlöser reingetan, aber sie geht nicht gut. Also ich mache da lieber nochmal zurück, ich will die nicht abbrechen, wieder rein, weil der Rostlöser dann weiter reingeht. So, jetzt ist die über dem Berg. Also immer mit Gefühl arbeiten, da kann man nicht schnell mal was kaputt machen. Die werden natürlich alle dann geschmiert. So. Dann haltet immer eine Kiste bereit, damit nichts verloren geht. Das ist das, kann man sagen, die Federplatte, die die Klötze eigentlich nur nach hinten drückt. Das sind nicht große Kräfte. So, und jetzt drücke ich ein bisschen, so gut wie es geht, Zylinder zurück. Das mache ich da am Bremsklotz. Einer geht, der andere muss man drehen. So, der untere Zylinder muss man zurückdrehen und der obere, der kann man eigentlich reindrücken. So, der erste Kolben ist ja drin und den muss man drehen. Ich habe jetzt ein bisschen gedreht, dann kann man ihn reindrücken, aber nur wenig, dann wieder drehen. Es gibt auch Spezialwerkzeug. Es braucht nicht viel. Achtung auf die Manschette. Es geht sehr leicht. Aber das dauert jetzt. So, der obere kam ein bisschen wieder raus. Ich habe ihn reingedrückt. Jetzt habe ich zwei Radmuttern genommen. Damit er nicht wieder raus hat, genau Platz. Da kommt aber auch die Bremsscheibe drauf an. Den Klotz hier habe ich extra noch drin gelassen, damit der Schwimmsattel sich nicht verrutscht. Der ist ganz drin, der auch so. Okay, jetzt kann man es so lassen. Jetzt den zweiten Sattel. Ding wegnehmen. Der hier sollte eigentlich gleich gehen. Das da sollte super funktionieren, aber wir schmieren da dann auch noch die anderen. So, jetzt gilt es, die Bremszange zu lösen. Da unten hat es 18 mm. So, jetzt ist sie los. Ja, jetzt einfach alle vier Schrauben rausnehmen, das dauert jetzt.
So, jetzt kann man die Bremszange wegnehmen. Aber Achtung, ich müsste sie da irgendwo drauflegen, weil der Bremsschlauch ist ja noch dran. Jetzt muss man hier das ganze Teil da eigentlich wegnehmen. Aber ich löse jetzt zuerst mal hier die Bremsscheibe. Das sind die Schrauben für die Bremsscheibe. Ich löse die mal, damit die mal drin bleibt, weil das Teil ist schwer. So, jetzt kommt die Zentralmutter raus. Die Kronenmutter. So. Da seht ihr auch, wo die Stellung war. Wenn man es dann anzieht, dass man da einen Überblick hat. So, die Bremsscheibe ist gelöst da hinten, aber dafür muss man die Narbe ein bisschen nach vorne ziehen, weil da hinten ist der ABS-Sensor. Weil jetzt kann ich das Teil besser rausnehmen und auch einführen, weil auch für das, zum das Einführen gibt es ein Spezialwerkzeug. So. Da unten ist noch ein Rinn rausgekommen. So sieht das aus. Da ist noch ein O-Ring. Da muss man jetzt alles schön reinigen. Dann da, das ist das Lager. Das liegt im Ölbad. Und jetzt kann ich die Scheibe rausnehmen. So. Bremsscheibe, da ist noch der ABS-Ring, muss man neu kaufen, weil man bringt den nicht ganz raus. Und wie ihr seht, die Scheibe hat Risse, zum Glück wechsle ich die, die hat da überall Risse. Tja, hä? Also, war nötig. So, das ist der neue Ring, den muss man reinschlagen, unten hat es einen Anschlag. So, der ist da genau bündig, wie es aussieht. Also, alten Bremsklotz. Kann man nicht viel falsch machen. So, die Bremsscheibe, die tue ich jetzt schon drauf. Ganz nach hinten. Ist ein bisschen leichter, zum dann die Narbe drauf tun. Alles reinigen da, habe ich gemacht. Und jetzt noch die Narbe ein bisschen reinigen. So, jetzt ersetze ich gleich noch, die habe ich schon lange mit mir, die Radbolzen, um das Rad drauf zu machen. Damit ich den Bolzen nicht kaputt mache, mache ich die Mutter drauf. So, die habe ich gekauft in Bulgarien vor, glaube 2 Jahren. Bremsklötze habe ich drunter, weil das Material ist weicher wie der Beton. Rechtshändler. Die müssen genau passen, ne?
So, jetzt kommt sie wieder drauf. Geht einfacher so. Da gibt es übrigens auch ein Spezialwerkzeug. Weil man darf die nicht verkanten. Ah, jetzt war der Speicher voll. Es ist jetzt drauf. Man müsste aufpassen, dass sie nicht verkantet. Und es geht nicht ganz einfach rein. Okay. Es hat nämlich ein Spezialwerkzeug für da, das habe ich aber nicht. So. Mutter ist drauf, jetzt ziehe ich noch schnell die Bremsscheibe an. Das ist nur provisorisch, hä? Da muss man wieder kontrollieren. Das mache ich dann, wenn das Rad nicht mehr dreht. So, also ihr seht, jetzt dreht es. Da hinten der ABS-Sensor gucken. Das passt. Hat natürlich immer noch Spiel, weil man muss jetzt da anziehen. So, das Ding anziehen mit 70 Kilo. Mein Akku war leer. Und dieses Teil ist mir vorher ziemlich weit reingefallen. Ich habe es zum Glück wieder rausgebracht. Mann, oh Mann. Ist halt nicht original. Ich bin wieder an derselben Stelle wie vorher. Also 70 Kilo passt. Hä? So, jetzt kommen die Steckachsen wieder rein. Da alles schön reinigen. Und auch hier alles schön reinigen. Also mache ich da die alte Dichtmasse mit dem weg, kratzen und mit Bremsreiniger. So, Dichtmasse ist drauf, ganz dünn auftragen und nicht vergessen, da oben die Sicherung noch ein bisschen reinzuschlagen. Da müsst ihr irgendetwas haben, das da oben dazwischen passt. Bei mir ging das mit einem Meißel. Jetzt die Stecksachse wieder rein. Die muss da hinten einhängen beim Differential. So. Jetzt kann man sie nicht mehr drehen, weil die Stecksachse drin ist. Jetzt muss ich die Bremsscheiben noch reinigen. Ah, so, jetzt kommt die Bremszange wieder hin. So, der Bremssattel ist noch nicht so alt. Ich habe da in die Manschette noch ein bisschen Fett reingespritzt. Es ist einfach wichtig, dass der so gut läuft. Aber wenn er klemmt, dann ist er schnell durch. So, jetzt kann ich die da nachziehen. Oder eine nach dem anderen, hä? Die Bremsscheibe noch. So, jetzt tut man da die Bremsfläche der Bremsklötze da unten ein bisschen reinigen. Nur grob. Und mit speziellem Fett. So, jetzt kommen die Bremsbeläge rein. So, also passt. Kolben sind drin. Und jetzt neue Kontakte habe ich. Jetzt noch die
die Platte. So, nicht zu fest anziehen, sonst brechen die ab. So. Sobald man bremst, kommen die Kolben wieder raus. Damit nicht die Handbremse jetzt schon bremst, dass die Einstellung stimmt, dass es passt. So, das war's. Eine Seite ist fertig. Nochmal alles durchdenken. Angezogen, 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 angezogen. Eingesteckt da mit der Zange, einfach noch ein bisschen nachgeholfen. So, das ist dran. Die kommen auch nicht an die Felge da. Gut, eine Seite ist gut. Falls der Schwimmsattel klemmt oder leicht klemmt, dann müsst ihr unbedingt das Teil da zerlegen. Das sind 4 Rimbusschlauben, solche 10er. Und 4 lösen, dann kann man das hier natürlich abmontiert, nicht an der Bremsscheibe, wegziehen. Und dann sieht man da, da drin rutscht das. Und wenn das klemmt, müsst ihr da ausholen, gut reinigen, wie das auch. Und dann wieder fetten und zusammen machen. Bei mir war eigentlich der Gummi nicht ganz drin, deswegen habe ich es gelöst. Und jetzt mache ich das wieder zusammen. Ja, und diese Bolzen hier, die gibt es eigentlich einzeln zu kaufen. Die habe ich dabei, falls jetzt der richtig verrostet ist, wenn es richtig arg ist. Ich habe das alles dabei, die Gummis auch, die dann die Kolbengummis, gibt es eigentlich alles einzeln. Dann habe ich das immer mit mir, aber jetzt sollte ich einen weichen Ruhe haben. Ich habe ja mal ein Video gemacht über die vordere Blattfeder, und zwar habe ich doch da diese Nylonbüchsen reingemacht, und das Teil hier habe ich aber nicht dabei gehabt in Saudi-Arabien, das habe ich unterdessen bekommen, und jetzt ersetze ich die auch noch, und die anderen Gummi in der Blattfeder habe ich ja schon mal ersetzt. Jetzt zeige ich euch schnell, wie das aussieht. So, das sind diese Teile. Und zwar kommen da einer oben, einer von unten rein, dann kommt diese Büchse, um das Ganze auseinandernehmen, das klebt natürlich, braucht man mindestens einen Schraubstock. Dann kommt diese rein und dann meine Nylonbüchsen, und dann kann man es wieder montieren. Jetzt fette ich die aber noch mit Vaseline, damit das Zeug dann gut rauskommt und vor allem länger hält. So, hier der obere Bock. Die Gummis eben werden ersetzt. Wenn die unteren Gummi oder die Büchse hier, die Nylonbüchse bzw. kaputt ist, dann steht die Blattfeder hier an. Da sieht man es auch. Das ist noch von früher. Und kann auch Geräusche geben. Das wird dann alles ein bisschen beansprucht, das Material nicht optimal. Passieren tut da nichts, das sehe ich bei den meisten Vario dieses Problem, wenn die da nie was ersetzt haben. So, unterdessen sind die Bremsen gemacht, auch links habe ich fertig gemacht, das ging relativ einfach. Aber rechts, ja, beim Zündung einschalten habe ich gesehen, ABS-Lampe leuchtet. Zündung aus, wieder rein, manchmal löscht sie dann ab, aber dann habe ich gewusst, oh Scheiße, vermutlich ein Sensor kaputt gemacht, und auf der Probefahrt hat es nicht mehr abgelöscht, und ja, mir war dann klar, vermutlich welcher Sensor, nämlich der rechte, und das ist der ABS-Sensor. Vermutlich habe ich beim Lösen der Bremsscheibe, man hat ihm nichts angesehen, ich habe ihn jetzt zersägt, da ein Schlag gekriegt auf den Eisenkern, und der ist dann vermutlich ein bisschen nach hinten gerutscht, und da sind Wicklungen, dann ging das kaputt. Nicht schlimm, ich habe ihn bestellt, irgendwie 20 Euro im Zubehör rausgebracht, die sind richtig festgefressen, habe ich vorne den Kopf abgesagt, dann das Kupfer rausgezogen, und dann irgendwann konnte ich ihn drehen.
Ich habe natürlich noch gewärmt, gefettet, also Rostlöser. Und dann konnte ich ihn drehen und dann rausziehen, ohne den jetzt richtig ganz zu zerstören. Ja, Fehler passieren und man wird immer schlauer. Nächstes Mal das Radlager ein bisschen weiter rausziehen und dann die Bremsscheibe abschlagen und dabei achten, dass eben der ABS-Fühler nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Vielleicht dahinter noch einen Schutz hin, irgendwas Halbhartes, damit da gar nichts passiert. Aber so bringt man dann eigentlich die Radnabe besser hin, ohne Bremsscheibe. Also links ging das tipptopp, da habe ich dann ein bisschen besser aufgepasst. Die ist dann nur so reingeflutscht. Ja, also, jetzt warte ich noch 2 Tage, bis der kommt und dann kann ich den zusammenbauen. So, jetzt zeige ich noch euch, wo der sitzt, und zwar hier. Da ist auch noch eine Hülse drin, die ist jetzt sogar ganz geblieben. Sonst immer die mitbestellen. Und ja, da kam er raus, aber die sitzen richtig fest, also das ist nicht ganz einfach, aber ja, er kam raus. Und rechts und links sind übrigens die Stecker verschieden, einmal Männchen, einmal Weibchen, also ihr müsst hinten rechts bestellen, wenn schon. Falls ihr auch mal ein Problem habt. Kann man übrigens ausmessen, sollten etwa 1200 Ohm haben. Plus, minus. Ja. Und meine hatte dann eben unendlich. Ich habe den Fehler natürlich schnell gefunden, weil es muss ja was mit meiner Arbeit zu tun haben. Der neue ABS-Sensor ist gekommen. Er ist auch schon drin. Geht nicht ganz einfach. Neue Hülse habe ich auch reingemacht und dann müsst ihr aber den Fehlercode löschen. Ich glaube, der löscht nicht automatisch. Ich habe zum Glück eine Software mit dem Delphi-Gerät, mal von den Chinesen bekommen, ja. Ja, löschen und dann funktioniert es wieder. War gerade noch auf dem Bremsprüfstand, da ist auch alles tipptopp. Bremsen müssen natürlich zuerst noch eingefahren werden, ab und zu. Bremse ich dann halt mit der Handbremse, damit das sich anpasst, aber nicht zu viel, sonst wird sie zu heiß. Ja, also, das war's wieder von mir. Danke, warte dabei und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, nicht vergessen.